Ich bin Tammy Bird, live aus der Wüste und begrüße Sie für CNN Fox News aus dem Weißen Haus zu Amerika im Krieg, eine Serie. Dem unitaristisch-baptistischen Heiliger-Krieg-Manifest, Mehrteiler-Ego-Shooter-Dokumentarfilm, bei dem die Gesichter der Feinde gezeigt werden. Zeit für eine Feuerpause! Ich bin Amerikaner! Jawohl, Sir! Ich bin hier, um meinen Lebensstil zu verteidigen! Yes, Sir! Yippie-yay! Ghost Riders in the Sky. Dies ist ein gerechter Krieg. Ich puste dir dein verdammtes Hirn weg. Ah! Und wenn das nichts half, dann konntest du immer noch all die Schuld von dir schreiben, indem du Echtzeit-Poesiekampagnen verfasst, die unsere Satellitendivision daheim im Freien Westen mit all ihrer egozentrischen Macht zu unterdrücken versuchen! Typ ein Träumer. 5 Minuten in seiner Nähe. Und schon wollten alle Frauen mit ihm schlafen. Mit ihm kuscheln. In seinem Traumschiff knuddeln. Er würde wieder ein Baby schlummern. Ganz von den prallen, lüsternen Armen einer tollen Frau umschlungen, die er zum Schmelzen bringen und für die er zeremoniell sterben würde. Eine nach der anderen sahen sterben und alle fragten sich, auf welche verrückte Weise ihr Leben dadurch beeinflusst wurde. Das Ereignis, der astrohistorische Moment einer himmlischen Explosion. Gott sagt, sitze still und ruhig, wenn dich Ungläubige umgeben. Und der Sieg auf Erden ist dein. All Angels run in Tower. Allahu Akbar! Schlag sehr hart ins Genick. Hallo? Sind wir auf Sendung? Mit dem Wissen, dass der Himmel auf dich wartet? Es sieht nicht gut aus. Nein, ich bin nicht okay. Töte und denke nicht. Ich wollte dir sagen, dass ich dich liebe. An den Besitz derjenigen, die du tötest. Ich habe eine Lebensversicherung. Allahu Akbar! Als ob es so etwas wie ein Selbst tatsächlich noch gäbe. Wie könnte es das? Dem vergnügungssüchtigen amerikanischen Selbst, das nichts verlangt außer totaler Übersättigung. Der Chance, den finalen Orgasmus zu verlängern, der den rudimentären Denk-dir-nichts-dabei-Verstand in Schrecken versetzt, ist nur eine Produktionsweise recht, nämlich die, die jedem Individuum bei der Geburt mitgegeben wird. Jede einzelne Geburt wird zur Tragödie, da das immerwährende Dilemma, dass des Fleisches und seiner Bedürfnisse bis zum Tod nicht gelöst werden kann. Und Amerika! I love Magdeburg. Hey, Magdeburg. Hi. Hey, darling. Why are all these people behind this bloody fence, huh? Are you in prison? You know, it reminds me of... Are you in concentration camp? Yeah. Are you Jewish? Homosexual? Are you Sinti or Roma? Are you a Polish worker? Huh? Are you communist? No, darling, I think they are Nazis. Oh, my goodness. You know the man with the beard? Where is he? Come on. Is he in the Rathaus of of Magdeburg? Dies alles in den Super Bowl unserer Träume einfließen zu lassen. In unser nationales Erbe. Und nicht nur in den Super Bowl unserer Träume.
sondern auch in die Werbung. Wir hier von Texaco wollen diese Minute nutzen, unseren Truppen da unten für alles zu danken, was sie für uns leisten. That's our way of life. Be all you can be. That's the challenge. Alle lieben Landsleute, alle lieben Verbraucher, alle mittelständischen Unternehmer. Es heißt also Krieg um jeden Preis? Ja. Dafür machen wir Schulden. Schulden zu machen, dafür leben wir. Schulden, das sind wir. Schulden zu machen, das macht uns an. Da geht uns einer ab. Das Publikum und ich danken dir für den Besuch in unserer Show. Was für eine Show? CNN Control Effect führt sich unmittelbar selbst ein. Sind wir nicht auf Sendung? Sind wir nicht live? Was für eine Show? Wir sind doch drauf. Hallo? Was für eine Show? Sind wir auf Sendung? Ladies and Gentlemen, die Herausforderung in unserem neuen Jahrhundert ist eine schwierige. Die Vereinigten Staaten von Amerika vor dem Unbekannten, Ungesehenen und Unerwarteten zu verteidigen. Das mag als eine schier unlösbare Aufgabe erscheinen, ist es aber nicht. Aber um sie zu erfüllen, müssen wir bequeme Wege des Denkens, Handelns und Planens beiseite schieben, neue Dinge ausprobieren, neue Risiken auf uns nehmen, sodass wir Gegner abschrecken und besiegen können, die noch nicht zum Vorschein getreten sind. Aber vor allen Dingen gerade heraus mit dem amerikanischen Volk sein. Ihm die Wahrheit sagen. Und wenn man ihm nicht sagen kann, ihm sagen, dass man nicht kann. Unsere Männer und Frauen in Uniform machen einen glänzenden Job im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Ich bin stolz, unter ihnen zu sein. Ich bin stolz auf Amerika. Amerika. Dass die Mittel, die Fähigkeiten und erneuernde Kultur hat, den Krieg von heute und morgen zu gewinnen. Jetzt ein! Create yourself! Schaffen Sie Ihr eigenes Selbst! Transpose your arm on the canvas of the world! Übertragen Sie Ihre Liebe! First down! Sir, yes, sir! First and ten! Co-formation shotgun, forward pass, desert storm, man-to-man, running bomb, blitz blocking, bootleg, entering freedom, hail Mary pass, city music, Michael, wide receiver, go man, go! Kriegs tier! Menschlich! Schon still! Maßnahmen, Einsätze! Bereits bekannt geworden. Der Präsident ist klarer Sieger.
Delegier! Erigier! Patriot Missile! Generalkommandeur! Denn erst was richtig glänzt, ist richtig sauber! Fehlerische Mütter, bitte den General! Gib Managerfibeln, gib Glanzpapiermagazine und lehr uns erfolgreiches E-Mail-Spam-Marketing. Gib, dass unsere Bundesbehörden die Triebvarianten austreibt der Abart, die unsere Art nicht vermehrt und ächte die entarteten Artisten, die uns mittels Kunst infizieren und penetrieren. Landet. Amerika hat wieder einen Sieg erzielt. Einen unglaublichen Sieg. Es ist einfach und zweifellos Ihr gutes Recht, die Vereinigten Staaten von Amerika für so ziemlich alles anzuprangern, was sie seit 1945 getan haben. Das befreit sie jedoch nicht von der Verantwortung, eine klare und in sich schlüssige Position zum Thema Krieg zu beziehen. Dieser toxische Wortschlamm der postindustriellen Kriegsführung ist nuklear unklar! Neuklar. Nuclear.